Die Transportnachfrage steigt sowohl im Güter- als auch Personenverkehr. Der Mobilitätssektor steht vor der Herausforderung, das in Einklang mit den Klimazielen zu bringen. Die Bahn bietet im Vergleich mit anderen Verkehrsträgern das Potenzial, Emissionen einzusparen. Aktuell werden aber lediglich 9,3% der Transportleistung auf der Schiene erbracht. Das bedeutet einen höheren Bedarf an Zügen auf dem Streckennetz. Neubauprojekte in Deutschland sind limitiert und somit muss natürlich die vorliegende Kapazität bestmöglich und effizient genutzt werden. Welche Entwicklungen sind notwendig, um das zu schaffen? Digitalisierung und Automatisierung nehmen hierbei eine Hauptrolle ein. Wir erhöhen die Zuverlässigkeit und die Verfügbarkeit des Bahnsystems dadurch, dass wir kontinuierlich Daten erheben über den Zustand der Infrastruktur. Und das erlaubt es uns, ein aktuelleres Bild zu haben und damit schneller reagieren zu können auf Änderungen, auf Einflüsse von außen. Zur Datenerhebung sollen insbesondere Regelzüge genutzt werden. Wie diese ausgestattet sein müssen, wird am DLR mit dem Rail Drive erforscht. Hiermit werden unterschiedliche Sensorkombinationen auf der Schiene getestet. Die Menge an Daten muss automatisiert verarbeitet werden. Das, was unsere Forschung ausmacht, ist zu untersuchen, wie kommen wir von diesen Daten zu Informationen und letztlich zu Wissen. Dazu werden maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz eingesetzt. Die Algorithmen lernen, welche Datenmuster zu welchen Fehlerursachen zugeordnet werden können. Das eigentliche Ziel ist die prädiktive Instandhaltung. Das heißt, Instandhaltung zu machen, bevor etwas passiert und auch zu wissen, wie sich die Infrastruktur weiterentwickelt. Muss ich morgen raus auf die Strecke etwas reparieren, weil es übermorgen kaputt gehen würde? Neben einer zuverlässigen Infrastruktur können auch neue Betriebskonzepte zu einer besseren Ausnutzung der vorhandenen Kapazität des Bahnsystems führen. Beispielsweise erhalten Lokführer Fahrempfehlungen anhand von Zugdaten, dem Höhenprofil oder dem Betriebszustand auf der Strecke. Der Zug kann demnach seine Fahrweise anpassen und unnötiges Bremsen und Beschleunigen vermeiden. Dazu würde auch eine Harmonisierung der Fahrgeschwindigkeiten beitragen. Bei stark unterschiedlichen Geschwindigkeiten kommt es auf einem Gleis verstärkt zu Konflikten zwischen Güter- und Personenzügen. Der Energiebedarf nimmt durch das häufige Abbremsen und Beschleunigen zu. Entscheidend ist bei der Entwicklung von neuen Ansätzen deren Wirksamkeit. Neue Technologien bei der Bahn müssen natürlich bewertet werden. Das funktioniert bei uns in der Regel über Simulationen oder über analytische Verfahren. Und die müssen natürlich im Feldtest nachher noch validiert werden. Die simulationsbasierte Bewertung von neuen Technologien soll auch deren Zulassung vereinfachen. Eine der Herausforderungen im Bahnbereich ist die Einführung von ETCS und damit die Vereinheitlichung der Schnittstellen an den Leit- und Sicherungssystemen im Bahnbereich. Komponenten und Systeme müssen derzeit einen aufwendigen Zulassungsprozess durchlaufen. Das ist genau der Punkt, an dem wir mit der Forschung ansetzen, dass wir versuchen, mit der simulationsbasierten Zulassung diesen Prozess zu verschlanken und Dinge auch schon in der Simulation nachweisen zu können, die man hinterher dann nicht mehr über den klassischen Weg nachweisen muss. Im Simulationslabor können Versuche mit geringem Aufwand unter unterschiedlichen Bedingungen wiederholt werden. Das Besondere an unserem Labor und die Voraussetzung für simulationsbasierte Tests ist, dass wir jedes Teilsystem einzeln nachbilden als Computersimulation. Wir können jedes System ersetzen durch das reale Pendant und virtuell quer durch Europa fahren und können so eine Lok bereits im Labor auf Herz und Nieren prüfen. Das DLR ist als unabhängige Forschungseinrichtung besonders für die Durchführung dieser Tests geeignet, da auf der einen Seite das Know-how und auf der anderen Seite die notwendige Neutralität vorhanden sind, um unabhängig über die Testergebnisse berichten zu können. Durch neue Technologien verändern sich auch die Arbeitsplätze im Bahnsystem. Die Rolle des Menschen erfährt natürlich einen Wandel. Weg von kontinuierlichen, andauernden Tätigkeiten hin zu situativem Eingreifen. Versuche zeigen, dass wir bei monotonen Aufgaben unaufmerksamer und weniger leistungsfähig sind. Am DLR wird daher erforscht, wie der Mensch sinnvoll in zukünftige Systeme eingebunden werden kann. Denn eins ist klar, die Entscheidungsfindung und die Problemlösestrategien, die der Mensch mitbringt ins System, die sind auch mit Automatisierung unverzichtbar. Je nach Fragestellung wird die Mensch-Technik-Interaktion durch Umfragen im Simulator oder im Feldversuch untersucht. Unser Ziel ist es, zum einen
den Technologiesprung Richtung Automation zu ermöglichen und zum anderen aber eben auch einen Arbeitsplatz in der Zukunft sicherzustellen, an dem Menschen gut und gerne arbeiten. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt forscht am intelligenten und effizienten Schienenverkehr der Zukunft. Im Sinne von Mensch, Mobilität und Umwelt.